So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Bunker. So, ja, schön, wie es flimmert. So, und jetzt drehen wir mal das Licht auf, würde ich sagen. Schon viel passiert hier. Und wiederum ein Flashback. So, da sind sie. Commodore. Einer der ersten, glaube ich, von PCs, die ja ziemlich lang, ganz schön langsam sind. So, da nach hinten können wir gehen, da können wir interagieren und beim Commodore können wir auch interagieren. Können wir da hinten noch irgendwas machen? Na, dann gehen wir mal zu denen da. Da steht sogar, wirklich, Commodore. Cool. So. Okay. Machen wir gleich mal bei 1, würde ich sagen. Scheint das alles in Ordnung zu sein? Ich habe keine Ahnung. Last Container 19. Juli, 29. März, 15. April. Okay. Also da können wir einfach nur lesen, nehme ich an. Das ist der medizinische Report. Okay. 4. Oktober, Vera 46, auf Death Unknown. Okay. Was haben wir da? 32. Wie heißt der? Keine Ahnung. Achso, das ist alles nur die Vera. Okay. Da scheint wer gestorben zu sein. Also irgendetwas scheint da ausgebrochen zu sein. Ich habe keine Ahnung. 9. Dezember. Fine, okay, this moment if you write word for the enough to submit and tough. I'm sure of it. I'm gonna just keep it together. Okay, gut. Alles verstehe ich nicht, was da steht. Und was das heißt, weiß ich nicht. Egg and chips, having a bath, my bed, warm sun on my neck. Das hört sich an wie Musiktiteln. Chocolate und Natalie, things I hate. Ach so, die er vermisst. Und das ist, was er hasst. The bunker smell. Okay, der Bunker riecht komisch und Level 5 hasst er anscheinend auch. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Dann tun wir da vorne interagieren. Communication from Bunker HQ, Site 3, Corsham, Wiltshire. Prime Minister delivered safely before blast hits. 4,013 government ministers and civil servants, including cabinet office, local and national government agencies, intelligence and security advisors logged in. Shortage noted in domestic support staff. Guess they didn't make it. All facilities operating normally. Checks carried out in infirmary, bakery, laundry, kitchens, telephone exchange, storerooms, office space, living accommodation, maintenance areas and workshops. How big is that place? Trust me, you get sent to this sardine tin. Prime Minister unsatisfied with living accommodation. Twat. Other. Civilian casualties noted outside bunker. Group of 50 attempted to breach rear exit blast door. Aggressive action not required. Activity ceased after blast. Poor bastards. Also ich bin ja froh, dass er das vorliest. Das wäre mir persönlich zu klein geschrieben. Okay, passt. Dann gehen wir da nach hinten. Ich kriege immer voll die Panik, wenn das kommt. Wenn er sich bewegt oder sowas, dass da immer gleich irgendwas passiert. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind alleine im Bunker. Okay, so, dann schauen wir mal. Da hinten können wir was machen. Achso, wir müssen die Elektrizität für unten anwerfen, nehme ich einmal an, für Level 3. Deswegen geht er nicht runter, weil er kein Licht hat, wahrscheinlich. Und unten ist irgendwas passiert. So, da können wir auch irgendwas machen. Das ist eine Karte, glaube ich. Zumindest so, wie ich das sehe. Schauen wir mal da vorne auch hin. Da können wir auch reingehen, da können wir auch reingehen. Und da ist auch was. Ah, schau mal, da ist der Sam. Da haben wir einen Sam gefunden. Trophäe erhalten, Sam. Super. He is nice and smile to me. Okay, also er mag ihn auf gut Deutsch gesagt und ist nett zu ihm. Na, du kleiner. Ich sag's jetzt nicht. So, schauen wir uns das mal an. Ah, okay, da haben wir die Level. Also hier, Room 1, da bin ich daheim. Room 2 ist die Mutter. Was das heißt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind wir von da runtergegangen auf Level 2.
das gibt's alles in Level 2 und das sind jetzt da diese drei Gerätschaften da, die wir da haben. Und Level 5 ist dann der Ausgang anscheinend und da gibt's aber auch noch einen Ausgang, wie ich sehe. Exit. Und da oben halt Exit. Dann schauen wir mal, wie uns die Geschichte weiterleitet, da würde ich sagen. Auf jeden Fall ist das Office, da haben wir gelebt, wo die anderen gewohnt haben, die anderen 60 Leute, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist anscheinend ein Kriegszimmer. Keine Ahnung, das kann ich nicht lesen. Ich glaube, das ist ein Kesselraum oder sowas in der Art, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist... Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Mein Englisch ist nicht so gut. Okay, auf jeden Fall, das passt. Dann können wir da reingehen und da reingehen. Gut, gehen wir mal da rein, würde ich sagen. Macht er eh automatisch, brav. Okay. Ein Dia-Projektor da. Anscheinend wurde da irgendetwas abgehalten. Eine Tafel und eine Karte. Okay, sonst können wir da nichts. Oh ja, da unten ist auch noch was. Ah! Ein Doktor, okay. Looks after all the... Das weiß ich nicht, was das heißt. Also er auf jeden Fall hat er geschaut auf die Soldaten, damit es ihnen wahrscheinlich gut geht. Auf jeden Fall haben wir einen Doktor jetzt gefunden, das ist gut. So, dann schauen wir uns mal die Karte an. Well, let's say for example, the hit on Reading was 1 megaton. That would mean we have this radius, only halfway to Basingstoke. Now maybe that looks small, but that's around 100,000 fatalities. Maybe 80,000 injuries from the blast and the fireball. That's just to start with. Prevailing wind direction here is northeast. Fallout scatter would be huge. It's likely to drift all the way out past Cambridge, past Norwich even, out to sea. The total number of casualties? Unimaginable. And that's one bomb. Okay, also ich sehe jetzt da nicht wirklich von der Karte heraus, was das jetzt da ist. Ich nehme an, das ist Europa, weil er Engländer ist. Ich kann es nicht wirklich entziffern, aber da sind anscheinend Bomben gefallen. Und bei unserem Bunker auch, wo wir halt drinnen sind. Das nehme ich einmal an. So, was haben wir da drauf stehen auf dem Blackboard? Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Morality in 1 week. Mein Englisch ist nicht so gut. Ich wiederhole mich immer wieder gerne. Deswegen tue ich es auch nicht übersetzen. Wir gehen wieder zurück. Da haben wir ein Buch. AB welcomes. CB asks clarification purpose of meeting. AB puts forward petition from 18 residents keen to institute post of morale officer. It is felt that CB is not forthcoming enough in communicating current status of bunker to residents. CB makes point that any urgent change in status will be communicated very clearly to all residents when it becomes relevant. In his view, no need for a new position. AB cites 2 safety incidents and asks committee if they were aware. All but FH, DM, SC are unaware of said incidents. CB says neither incident is cause for immediate concern. No need to raise panic in difficult atmosphere. Calls on FH to clarify incidents. FH agrees not of immediate concern. AB raises point that lack of trust in bunker hierarchy is causing morale issues. More clarity and openness needed. CB reiterates appointed hierarchy and his belief that no need for additional officer. If any critical incident comes to light, all will be made aware. Requests enter meeting as urgent business to attend to. AB calls for vote on appointment of morale officer. CB says vote will be ignored. Not a democracy. Meeting ended. Okay, also für Leute, die wirklich gutes Englisch können, bitte, ja. Die werden Spaß dran haben. So, und noch das da. Ich glaube, das ist ein Dia-Projektor, oder? Nein, doch nicht. War zu weit weg. Just need to know. It's all right, Vera. Nonsense! I know George is trying to hide things from me. I'm ill, Evelyn. I'm not stupid. I'm right, aren't I? I don't know what to say. I suppose he's just not sure. Radiation! Then why is he trying to hide it? Why? Am I on the right medicine? What can be done? Why won't he say? George has been distracted lately. Maybe he's just trying not to upset everyone. They should be upset.
They built this place in 6 weeks. 6 weeks! How can anyone expect it to be safe? There must be a leak. There must be. Mr. Bishop says I know what he says. He doesn't want everyone to panic. Silly old Vera, having another one of her turns. Look! Look, here! More blood. I'm not being silly. I'm not. It's not just me, Evelyn. If there's a leak, it's all of us. Gut, ich nehme an, das war's. Können wir es abdrehen auch? Ja. Passt? Okay, mehr können wir hier drinnen nicht machen. Nehme ich mal an. Blinkt nichts auf. Dann müsste es passen. Okay, gut, wir gehen zurück. Und gehen jetzt da in die linke Tür rein. Okay, wieder ein Flashback. With the greatest respect, sir, we've been up all night. It's been 10 minutes since I had to cover Vera's face. But and is it radiation sickness? I don't know yet. The nearest proper lab is under 10 tons of radioactive rubble, and I have to make do with a microscope. It's all right, George. We'll run some tests, Mr. Bishop. Is anyone else showing signs? Yes, 6 others. Quarantine them right away. Mom? It's all right, Camilla. What's the matter? I can't sleep. It's all right. You know if you stay in your room, you'll be safe. I'll be a bit of tick. I don't like it here. Ja, ja, du musst aber. So, dann schauen wir uns mal hier um. Da können wir was machen, okay? Sonst noch irgendwas? Da haben wir noch wen liegen. Commissioner. Der Commissioner, okay. No one likes this one. Also keiner mag ihn, auf gut Deutsch gesagt. Jeder hasst ihn. Der Commissioner war wahrscheinlich der Militärfrizi da, der da gesessen ist. Was können wir da machen? Da können wir uns was anschauen, da können wir reinschauen, okay. Dann machen wir das mal. An empty locker. Naja, so leer ist er nicht. Da oben liegt was drinnen. So, dann machen wir das da. Okay. Da können wir was aufdrehen, okay. Aber nur da. Ah, okay, das sind die Bilder, die wir im ersten Part gesehen haben. Also der Heizkesselraum. Das ist Level 1. Wo wir runterkommen sind. Das sind die ganz. Das ist das Office, auf gut Deutsch gesagt. Das, was das ist, weiß ich noch nicht. Gesehen haben wir es auf jeden Fall. Da waren die ganz. Also das ist die Krankenstation und das auch. Also hier hat der Arzt gearbeitet. Nehme ich mal stark an. Okay, können wir das anlassen? Anscheinend nicht. Okay, dann drehen wir es wieder ab. Und jetzt können wir wieder zurückgehen. Ja, back. Gut, dann machen wir das hier. Okay, da können wir mit dem Computer spielen. Da können wir was durchs Mikrofon sagen und da können wir wieder zurückgehen. Moment, ich probiere mal beim Telefon. Vielleicht können wir wen anrufen, Pizza bestellen. Nein, geht nicht. Okay. Dann mach mal das da. Testing 123. Testing 123. Und funktioniert? Keine Reaktion, okay. Dann schauen wir uns das mal an. Alter, unless the Cowboys use cutting cheese in the... Okay, would be... Okay. Also ich schätze mal, dass das für ihn wichtig ist. Damit er weiß, was er zu tun hat. Ich kann, also wirklich, ich kann das nicht. Alles übersetzen, das ist unmöglich bei mir. Logout. Okay, dann war's das. Schauen wir mal, ob er was anderes jetzt macht. Attention, the mains power is about to be switched off for maintenance purposes. Ah, okay, gut, er hat irgendetwas aktiviert mit dem Computer. Das heißt, wir waren schon mal richtig. Und jetzt hat er eine Durchsage gemacht, dass wir da nach hinten gehen und anscheinend irgendwas mit dem Strom machen. Wahrscheinlich dreht man ab.
Hoffentlich passiert nichts. Gänsehaut? Passt, okay. Gut, 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 gut. Dann schauen wir mal. Da können wir mal interagieren. Da auch, natürlich, eh klar. Da oben haben wir nichts. Und da haben wir auch nichts. Okay, passt. Dann schauen wir mal in die unterste Schublade. Mal schauen, was da drinnen ist. Alter, urvergammelt, die Platten, ne? Braucht aber nicht, ist eh klar, ist unnötig. Okay, haben wir da was, was wir brauchen? Sagst du es wieder, ob du was brauchst? Hallo? Also es blinkt nichts auf, also ich glaube nicht, dass er da was braucht, auch wenn er es nicht sagt. Mach wieder zu. Es ist einfach nur dazu da, um das halt zu sehen, dass sie das halt aufgenommen haben. Ich finde es auf jeden Fall leiwand, einfach nur für Menschen, die neugierig sind. So, ja, wir müssen das aufmachen, so wie ich. So, mach das auf. Okay. Ich kann aber nichts. Oh ja, da kann ich was machen. Okay, gut, jetzt sind wir mal in der Nähe und machen das auf. Ah, okay. Wir müssen eine Sicherung. Ja, ja, wir müssen die Sicherung für das dritte Level müssen wir austauschen. Ich glaube, ich muss vorher den Strom abschalten, oder? Bevor ich da reingreife. Warte mal, wir probieren das mal. Vielleicht kann der Typ auch sterben. Also die ist auf jeden Fall hinnig. Nämlich die leuchten ja viel heller. Das heißt, die kann nur hinnig sein. That's the damaged one. Ja, er sagt es auch. Das heißt, wir müssen tatsächlich vorher den Strom abdrehen. So, na dann schieben wir das mal um. Locate replacement fuse. Was? 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 Ach so. Here's the replacement. So, jetzt haben wir das genommen. Jetzt müsste es eigentlich passen, oder? Ja, jetzt passt's. So, überall das Licht aus. Natürlich geht das auch aus da unten. Die Filteranlage ist das, glaube ich. Replace damaged fuse. Genau. Und das haben wir ja da unten. Und ich sage nochmals ganz rechts, das sieht man es jetzt auch. Die zwei hellen sind wirklich richtig hell. Und die ist halt dunkel. Deswegen tun wir die mal austauschen. Schauen wir mal, ob das die richtige ist. Jop. Ist es auch. Sehr gut. Switch mains power back on. Okay, das passt. Die anderen müssten eigentlich stimmen. So, dreh wieder auf. Mach wieder Licht, ich habe Angst. Scheint zu passen. Mit schnellem Fußgang verpisst er sich da. Ey. So, gehen wir da nochmal rein. Ich möchte nochmal zum Mikrofon gehen und hören, ob er was anderes sagt. Und was der Computer überhaupt sagt. Moment, wir machen zuerst den Computer. Na, da steht genau das gleiche. Papi, papo, hin und her. Ja, 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 ja. Logout. God save the Queen. Okay. So. Hallo? Ich kann keine Durchsage machen mehr. Wieso nicht? Schade. Okay. So, wir könnten jetzt eigentlich rein theoretisch, glaube ich, in Level 3 runtergehen, oder? Eigentlich rein theoretisch sollte das gehen. Was haben wir da? Das haben wir noch gar nicht gehört. Das hören wir uns aber im nächsten Part an, sonst wird er zu lang. Sonst wird er zu lang. Ich habe es gerade gesehen. Fast 20 Minuten. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Zusehen. Macht es gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.